Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch mein Album zeigen, bevor ich es morgen mitnehme in die Arbeit, was ich heute gewerkelt habe am Wochenende, also jetzt am Sonntag eigentlich. Ja, ich habe für meinen Chef, der uns am Freitag verlassen wird, beziehungsweise in eine andere Filiale geht, ein Album gebastelt. Hier oben steht unser Firmenname, deswegen habe ich das ein bisschen abgedeckt. Er war von 2013 bis jetzt 2019 bei uns und übernimmt jetzt ein anderes Haus und wir bekommen einen anderen Chef. Ja, ich habe, wie gesagt, das Album habe ich nachgebastelt von der Bastelgrobi, die lieben Katja. Die hat so ein Album gebastelt. Sie hat jetzt keine Bänder, sie hat eine Lasche gemacht, aber das ist ja egal. Aber die Idee ist von ihr. Und das ist aus Briefumschlägen gemacht. Und ich zeige euch kurz, wie es geht. Also ich habe hier dann etwas noch hineingeklebt, wo man was vielleicht am Anfang was reinschreiben sollte. So, und dann kann man hier die Karten rausziehen, wo sie vielleicht etwas reinschreiben und hier ein Foto einkleben. Ich gebe das morgen ab. Was meine Kollegen dann daraus machen, ist mir eigentlich relativ, ja. Hier habe ich diese Lasche, diese Klappe eingeklebt, die ist hier eingeklebt und ich habe dann halt das Papier drüber geklebt, damit es ein bisschen nicht so nach Briefumschlag ausschaut, ja. Dann habe ich hier diese so gemacht, da habe ich halt auch so ein paar Akzente gesetzt. Man kann ja da ein Foto drüber kleben oder wie auch immer. Also das müssen Sie halt dann selber ein bisschen rausfinden. Das Album ist immer wie irgendwie ein bisschen gleich aufgebaut, also die Art ist immer gleich, ja. Und ist jetzt hier nichts. Aber es ist ja egal. Ich meine, das muss ja nicht sein. Und man muss ja mal sehen, das musste ich so ganz jetzt so auf Schnelle machen. Ne? Da ist man halt, da hat man nicht viele Ideen. Ja, man kann es auch nicht ganz allzu sehr kitschig machen, sage ich immer so. Und ich meine, es ist ein Mann. Da haben wir hier noch, dann habe ich dann hier nochmal reingestanzt. Viel Glück, das ist sozusagen das Ende. Hier hinten habe ich drauf gestempelt, mit Liebe für dich selbst gemacht. Ja, ich duze meinen Chef. Und das habe ich hier so wie eine 3D. Also ich habe das dreimal ausgedruckt, ausgestanzt in Schwarz, in Rot und in Weiß. Und habe dann diese Farben Schwarz, Rot und Weiß kommen bei uns in dem Firmenlogo vor. Deswegen habe ich das also so gemacht und habe das so übereinander geklebt, sodass das ein bisschen nach 3D ausschaut. Ja, das war mein Album für meinen Chef. Das wollte ich jetzt schnell zeigen, weil ich, wie gesagt, morgen das mitnehme. Dann zeige ich euch jetzt schnell noch meine zwei Versuche, diese Schüttelkarten zu basteln und ich immer noch damit kämpfe, dass das Zeug da oben hängen bleibt. Also ein bisschen besser ist es schon geworden, aber es ist noch nicht das. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich da zu kämpfen habe. Ich habe dann gefragt, wie man das macht. Man hat mir dann gesagt, mit dem Embossing Buddy, das habe ich auch gemacht, aber danach musste das Herz wieder sauber machen, weil es voller Puder ist. Also das bringt nie viel. Das Blatt, wenn ich das Papier abreibe, bleibt es trotzdem an dem Plastikherz kleben. Also es ist nicht das Wahre, nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber als Test. Und vielleicht wird es eine von meinen Azubis für ihre Mama nehmen. Zum Muttertag und hier habe ich noch sowas, das kann man ja dann zum Valentinstag nehmen. Das ist auch sowas, aber man sieht es immer wieder, hier oben bleiben die Dinger hängen. Obwohl das kein Kleber ist, es ist einfach, die hängen einfach da. Naja, gut, also das habe ich auch mit so einem Klebepunkt festgemacht. Und ich habe da so einen halben Klebepunkt draufgeklebt. So, ja, das sind meine zwei Versuche, eine Muttertags- und eine Valentinstagskarte zu basteln. Ja, denke ich mal, das muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, dass die noch ein bisschen so werden, wie ich mir das vorstelle. Ja, und hier hinten liegt dann noch mein Babyalbum in Gelb, was ich noch nicht weiter bearbeiten konnte, weil ich jetzt mit meinem Chef sein Album fertig machen musste heute. Ja, das war mein Video, kurz und knackig. Mehr habe ich noch nie geschafft. Also wie gesagt, Babyalbum ist in Arbeit, zugeschnitten, die Basisseiten, das Cover habe ich alles fertig. Jetzt müsste ich eigentlich mal zusammenkleben, aber heute habe ich keine Lust mehr, weil ich habe jetzt das Album gemacht und das reicht erst einmal. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.